Herzlich willkommen zu Panorama. Neben Klima und Corona gibt es für den Bundestagswahlkampf ja so ein paar andere Felder, die den Bürgern im Alltag schon wichtig sind. Bildung, Digitalisierung, Internetausbau. Geht da eigentlich irgendwas voran? Und Wohnen. Weil das die Leute umtreibt, und zwar längst nicht mehr nur in Großstädten, die Preise schießen auch auf dem Land in die Höhe, wollen Parteien hier punkten. Die Bandbreite der Vorschläge ist recht groß. Während die linke Seite traditionell auf Lenkung durch den Staat setzt, Mietendeckel, Mietpreisbremse, sogar von Enteignung war die Rede, setzt man im konservativ-liberalen Lager auf die Kraft des Marktes. Man muss halt bauen, 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 dann gibt es mehr Angebot. Ob man der einen oder der anderen Seite zugeneigt ist, ist Glaubenssache. Aber eins muss einem klar sein, keine Partei hat wirklich eine Lösung. Das Thema ist viel zu komplex und widersprüchlich. Wie widersprüchlich versteht man, wenn man den unterschiedlichen Akteuren am Wohnungsmarkt zuhört? Sebastian Asmussen, Johannes Edelhoff und Annette Kammerer haben das getan. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Das fordern gerade viele. Und die Politik verspricht Lösungen. Doch wenn man Mieter, Vermieter und Bauunternehmer fragt, sind die Antworten ganz unterschiedlich. Anne Liebrecht hatte mit ihrer Familie eine günstige Wohnung in Kiel. Rund 600 Euro kalt für 140 Quadratmeter. Doch dann kam die Kündigung wegen Eigenbedarf. Einer der beiden Eigentümer wollte selbst in die Wohnung ziehen. 16 Jahre habe ich hier gewohnt, das war meine Heimat, ich wollte hier bleiben und ja, ich finde es jammerschade. Dass es ausgerechnet ihre Wohnung im Erdgeschoss sein musste, konnte der Eigentümer in einem Gerichtsprozess allerdings auch gut begründen. Unter anderem war eine Begründung, dass er einen Hund hat und die Erdgeschosswohnung daher wollte, weil er ursprünglich von diesem Balkon aus eine Treppe in den damals noch hier befindlichen Garten bauen wollte, damit sein Hund hier in dem Garten spielen kann. Doch nach der Kündigung ist der Eigentümer nie eingezogen. Und aus dem Vorgarten machte er Parkplätze. Auf Anfrage schreibt er, die Auseinandersetzung habe lange gedauert. Und nach dem Auszug habe er eine neue Lebensgefährtin gefunden. Deshalb und wegen weiterer Umstände habe sich sein Lebensplan geändert. Heute könnte sich Anne Liebrecht ihre ehemalige Wohnung nicht mehr leisten. Erst wurde sie deutlich teurer vermietet, nun steht sie leer und zum Verkauf für 875.000 Euro. Das ist mehr Geld, als Anne Liebrecht in 100 Jahren als Mieterin dort bezahlt hätte. Auch Claudia Gude war Mieterin bei den exakt gleichen Eigentümern in Kiel. Und auch ihr kündigten sie wegen Eigenbedarf, diesmal für einen Neffen. Sie zog aus. Es ist Wut einfach auch, weil man das Gefühl hat, gab es diesen Eigenbedarf? Das ist was, was Mieter überhaupt nicht nachvollziehen können. Ist das jetzt gerechtfertigt gewesen oder nicht? Doch auch hier entscheiden sich die Eigentümer um. Nur 3 Wochen nach dem Auszug will der Neffe doch nicht mehr einziehen. Familie Gude könne zurückziehen, schreiben die Eigentümer. Doch das wollte sie nicht mehr. Und einige Wochen später wird das Haus dann verkauft. Panorama kennt insgesamt 4 Eigenbedarfskündigungen dieser Eigentümer. Sie schreiben uns, bei ihren etwa 100 Wohnungen sei diese Zahl nicht zu beanstanden. Laut Mietervereinen ist Eigenbedarf mittlerweile Kündigungsgrund Nummer 1. Es ist in der Tat eine Art Trend geworden. Es ist auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, Vermieter sprechen einfach eine Eigenbedarfskündigung aus, um den Mieter loszuwerden oder um die Wohnung teurer zu vermieten. Und das ist auch mehr geworden, weil Vermieterinnen und Vermieter wirklich auch die Eigenbedarfskündigung für sie so ein bisschen als Umgehung oder als Schlupfloch für sich gefunden haben. Fakt ist, die Zahl der Prozesse um Eigenbedarf ist stark gestiegen. Und fast jedes Mal, wenn ein Altmieter auszieht, gibt es eine bezahlbare Mietwohnung weniger in Deutschland. Gegen teuren Wohnraum hilft Bauen, sagt Konrad Adenauer, Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers und Präsident von Haus und Grund in Rheinland-Westfalen.
Kleinvermietern gehören mehr als 60% aller Mietwohnungen in Deutschland. Und Adenauer kämpft gegen Regulierungen, die das Bauen behindern. Ja, ich sehe es so, dass also alle Regulierungen, die am Mietmarkt geschehen, also was die Preise angeht, dass die ungut sind für die Entwicklung. Wir brauchen Investitionen und die kann man nur anlocken. Der Esel läuft nur, wenn man die Möhre vorhält, nicht wenn man sie vorenthält. Also muss ein Anreiz da sein zu bauen und auch zu vermieten. Wie schafft man denn dann, wenn man nicht reguliert, bezahlbaren Wohnraum? Bauland, Bauland, Bauland. Wenn, sag mal, das Brot knapp würde oder der Kaffee, würde man sagen, ihr müsst mehr produzieren, mehr Brot backen, mehr Kaffee ernten, mehr Kaffee rösten, sag ich mal. Und wenn Gebäude fehlen, müsst ihr mehr bauen. Ist doch ganz klar. Adenauer führt auf den Balkon hinter seinem Büro. Auf einer vormals freien Fläche wurden Wohnungen gebaut. So etwas müsste es öfters geben, findet er. Aber oft hakt es am Widerstand der Anwohner. Ich weiß, dass auch oft aus den kleinen Bezirken der Stadt Widerstände kommen, weil die Leute sagen, hier ist unser schöner Wiese hier oder ein freies Gebiet, das wollen wir so halten, das ist bekannt. Darüber muss man sich notfalls hinwegsetzen, verstehen Sie? Und sagen, wir brauchen jetzt Wohnraum. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Denn Neubau finden alle toll, aber vor der eigenen Haustür stört er dann doch. Genau so einen Fall gibt es hier in Köln. Seit 10 Jahren will die Caritas Wohnungen und Doppelhaushälften bauen. Doch der Bau stockt, vor allem, weil eine Bürgerinitiative dagegen kämpft. In die Villengegend passten keine großen Mehrfamilienhäuser, so ihr Hauptargument bis heute. Das Interessante, ausgerechnet Konrad Adenauer war jahrelang Vorstand dieser Bürgerinitiative. Panorama hat ihn schon 2013 interviewt. Es sollte nicht zu kleinkariert gebaut werden. Für die Angestellten, die sind ja besonders betroffen. Warum sollte man denn nicht für die bauen? Für die wird ja überall gebaut und kann gebaut werden. Nur wenn man ein Filetstück hat wie hier, kann man das nicht verschleudern, verstehen Sie? Das wäre fatal, sowohl für den Eigentümer wie die Stadt Köln auch. Ne? Also man muss gute Grundstücke gut bebauen und weniger gute kann man eben etwas einfacher bebauen. Ne? Und dann hat man für jeden Haushalt und für jedes Portemonnaie hat man ein passendes Haus und Grundstück auch. Ne? Aber soll es nicht künstlich vermischen. Heute, 8 Jahre später, ist immer noch nichts bebaut. Auch weil Adenauers Initiative weiter dagegen vorgeht. Wie passt das zusammen? Als Sprecher der Vermieter ist Adenauer für Bauen, Bauen, Bauen. Als Privatmann aber gegen zu viele Häuser und zu große. Der Bau wurde ja verzögert, auch durch Ihren persönlichen Einsatz. Ja, sicher. Ne? Ich darf doch eine Initiative leiten. Darf ich doch, ne? Aber es ist doch schon bemerkenswert, wenn man sagt, bitte. Man darf nicht regulieren, man muss bauen und dann ist der Präsident selber gegen eine zu dichte Bebauung bei einer Initiative aber nicht, den Bau. Wir sind ja fürs Bauen, wir sind doch fürs Bauen, aber nicht zu viel auf einem Fleck, ne? Verstehen Sie das? Darum ging es doch, ne? Das sehen ja wahrscheinlich viele so, dass bei Ihnen in der Gegend gerade nicht so viel gebaut wird. Ja, hören Sie doch auf damit, jetzt ist doch alles Unfug, was Sie da erzählen jetzt. Ist klar gesagt, das Gebiet, da haben wir gegen gekämpft, dass es zu viel ist. Nicht gegen die Bauung schlechthin, nur einige Häuser viel zu hoch und zu massiv. Grundsätzlich hat er recht, es muss mehr gebaut werden, noch mehr. Denn allein in den letzten 4 Jahren sind 300.000 Wohnungen zu wenig entstanden. Und so bleibt der Mangel. Die Preise steigen weiter. Das Eigenheim. Es ist das Versprechen der alten Bundesrepublik. Dieses Haus am Stadtrand von Hamburg schaut sich Patrick Hegedüß an. Schon seit längerem sucht er für sich und seine Familie ein Eigenheim. Doch selbst hier ist es teuer. Die Preise sind ja inzwischen sehr krank geworden, wenn man so sagen darf. Und man muss sich eigentlich damit abfinden, dass es halt auch teilweise so ein Preis ist, der dann auch bezahlt werden muss. Das Haus liegt in Billwerder, einem eher ländlichen und ärmeren Viertel Hamburgs. Es ist über 100 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Daraus macht auch der Makler keinen Hehl. Es ist heute natürlich nicht mehr zeitgemäß, es ist irgendwie die Wände komplett zuzukleistern. Das Haus kann an dieser Stelle schlecht atmen. Wir sehen auch hier ein Beispiel für die Elektrik, die natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß ist und komplett saniert werden müsste. Der stolze Preis 600.000 Euro. Dabei ist das Obergeschoss komplett unbeheizt, die Fenster überall einfach verglast und der Keller feucht. Patrick Hegedüß würde das Haus deshalb komplett abreißen lassen und neu bauen.
Mit wie viel Geld kalkulieren Sie da? Also es ist ja jetzt schon 600.000 ungefähr plus. Und wenn man jetzt nochmal einen Neubau aufsetzt, nochmal 700 dazu, mit allen Nebenkosten 1,4 Millionen Euro. Ja. Hegedüs kauft das Haus am Ende nicht. Aber dafür ein anderer Interessent für einen noch höheren Preis. 645.000 Euro. Laut Forschungsinstitut Empirica sind Einfamilienhäuser heute fast doppelt so teuer wie vor 10 Jahren. Der Traum vom eigenen Haus, für viele droht er zu platzen. Eigentlich ist Felix nur Mieter. Doch aktuell kämpft er gleich gegen 2 Millionen schwere Immobilienkonzerne. Seine Berliner Wohnung war Teil eines Megadeals. Der schwedische Konzern Heimstaden kaufte 4.000 Wohnungen von der britischen Investmentfirma Gabriel. Die spekulieren mit unserem Leben. So hört sich ein bisschen drastisch an, aber Wohnraum ist, das ist unser Leben. Da, wo wir leben, wo wir schlafen, wo wir essen. Und da sitzt irgendwo in Schweden oder Norwegen, keine Ahnung, irgendwo ein Milliardär und will mit meinem Leben Geld verdienen. Nach dem Deal stellte Felix fest, dass er jahrelang viel zu viel Miete gezahlt hatte. 1.200 Euro zahlt er im Monat. Doch laut Mietpreisbremse müsste es viel weniger sein. Wie hoch sollte eure Miete eigentlich sein? Laut Gesetz? 770 Euro. Die Miete ist also wohl 400 Euro zu hoch. Seinen Schätzungen nach hat er in den letzten Jahren so etwa 8.000 Euro zu viel gezahlt. Felix hat damit Anspruch auf Mietsenkung und Rückzahlung. Doch bei der Rückzahlung vom alten Vermieter gibt es ein Problem. Wie kommt er an das Geld? Sein alter Vermieter sitzt nämlich außerhalb der EU in London. Das ist ein milliardenschwerer Immobilienkonzern mit Sitz in London. Und ich bewohne hier irgendwie so eine poplige Bude in Neukölln. Was soll ich schon machen? So, ich werde dieses Geld, ist halt weg, werde ich nie wieder sehen. Der Mieter kapituliert. Und genau das sei das Kalkül der Konzerne, sagt der Jurist Daniel Halmer, der eine Rechtsberatung betreibt. Insgesamt ist der Vorfall nichts Ungewöhnliches. Es ist aber nur halt, hilft ja nichts. Ne? Der einzelne Mieter, die einzelne Mieterin hat halt trotzdem das Problem, da durchblicken zu müssen. Und viele fühlen sich dann auch eingeschüchtert. Wir reden ja von Privatpersonen, die haben einen Job, die haben Familie, die haben Hobbys, die haben keine Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern. Selbst bei 8.000 Euro sagen viele, das ist mir dann doch zu viel Aufwand und zu hohes Risiko und so weiter. Der Jurist und sein Team klagen gegen die Londoner Firma, vertreten mehr als 100 Mieter. Denn ohne Spezialisten hilft das Mietrecht oft wenig gegen Wuchermieten. Christoph Gröner ist einer der größten Parteispender Deutschlands. 1 Million Euro überwies er der CDU und FDP. Warum spendet ein Bauunternehmer so viel Geld an die Politik? Es ist also so, dass ich im Moment gerade darauf setze, Parteien zu unterstützen, die aus meiner Sicht unser Demokratieverständnis soziale Marktwirtschaft eben stützen und sichern. Und da habe ich natürlich bei den Linken und bei den Grünen im Moment meine Bedenken. Ich sage das ganz offen, für mich sind Grüne grün angemalte Kommunisten. Aber für so viel Geld, will er dafür nicht auch etwas zurück? 800.000 Euro spendete Gröner allein an die Berliner CDU. 800.000 Euro ist jetzt ja nicht wenig Geld. Was versprechen Sie sich denn persönlich davon? Ich habe in Berlin vor allen Dingen die Berliner CDU unterstützt, weil ich der Auffassung war, dass es dort sozusagen ein Missverhältnis zwischen dem bürgerlichen Lager, die seinerzeit, wie ich gespendet habe, bei 15-16% standen, und dem, sage ich mal, linken Lager. Und deswegen habe ich dort ganz massiv investiert. Und mit Erfolg, wir sind heute bei 25%, wenigstens was die Umfragen betreffen. Und mehr will ich nicht. Ich habe nicht die CDU in Berlin, und das kann ich so sagen, deswegen gefördert, weil ich sie selber wählen möchte. Eine Hand wäscht die andere, das ist also ja der Vorwurf. Ich kann Ihnen nur sagen, ich verbinde mit irgendwelchen Spenden an die Politik aber überhaupt keine Forderung. Im Wahlkampf hilft das Geld der CDU. Etwa dem Berliner Spitzenkandidaten Kai Wegner. Hier auf Wahlkampftour. Politische Gegner werfen ihm jetzt Käuflichkeit vor. Die CDU bekommt ja so viel Geld von der Immobilienlobby wie sonst keine zweite Partei. Da machen Sie sich keine Sorgen darum, dass die CDU käuflich wirkt.
Nein, weil ich nicht käuflich bin. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft sieht diesen Druck in Berlin und sie spürt vor allen Dingen auch, dass sie hier nicht gewollt ist, obwohl sie helfen wollen. Sie wollen helfen, den Wohnraummangel zu beseitigen. Sie wollen hier Wohnungen zur Verfügung stellen, übrigens auch im Bereich der sozialen Wohnraumförderung, im Bereich der Bezahlbarkeit. Und ich höre ganz, ganz häufig, gerade auch von der privaten Immobilienwirtschaft, wir werden hier als Feinde dieser Stadt behandelt. Tatsächlich aber hat die CDU im Bund ein Gesetz durchgesetzt, das der Immobilienwirtschaft viel Geld bringt. Die sogenannte Sonder-AFA, eine Steuererleichterung. Jeder Investor, der eine Mietwohnung baut, kann jetzt Steuern sparen. Dadurch soll mehr gebaut werden. Es handelt sich ja um eine befristete Sonderabschreibung, um den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen einen zusätzlichen Impuls zu geben. Das ist ohne Frage ein Anreiz für viele private Investoren. Klingt kompliziert. Einfacher steht es in einer Analyse des Forschungsinstituts Empirica. Die Sonder-AFA ist faktisch eine Subvention für Neubauinvestoren. Kosten für den Staat bis zu 2,1 Milliarden Euro. Aber bringt das viele Geld auch etwas? Wie viele Wohnungen mehr haben Sie denn gebaut wegen dieser Sonderabschreibung? Na, keine einzige. Aber das hat ja Milliarden gekostet, den Staat sowas. Der Staat macht viele Dinge, die ihm viel kosten, nichts bringen. Wenn wir Unternehmer über Steuern, Vergünstigungen, Ähnliches nachdenken, dann sagen wir immer als erstes, mache nie etwas wegen einer Abschreibung oder wegen einem Steuervorteil, sondern mache immer nur Dinge, die Sinn machen. Und wenn es dann dazu noch eine Abschreibung und Ähnliches gibt, okay, dann nimmt man die eben mit. Eine sinnlose Subvention also und ein Steuergeschenk, das man gern mitnimmt. Doch laut Wahlprogramm plant die Union sogar, auch in Zukunft der Immobilienbranche dieses Steuergeschenk zu machen. Warum macht die CDU der Immobilienbranche ein solches Wahlgeschenk? Wir machen niemandem Wahlgeschenke, sondern wir wollen, dass möglichst viele neue Wohnungen entstehen. Und wir wollen dieses Wohnungsbaupaket, was wir jetzt in dieser Legislaturperiode gehabt haben, fortsetzen. Das war übrigens ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg? Das sieht selbst der Bauunternehmer anders und findet die Subvention überflüssig. Trotzdem bereut er seine Spende an die CDU nicht. Ich kann das doch selber einschätzen als jemand der Immobilienbranche ist. Und ich kann sagen, wenigstens machen die nichts, etwas, was es noch verschlimmert. Das kann ich sagen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, oder ich müsste lügen, wenn ich sage, die haben ein Programm, das funktioniert. Kein Programm, das funktioniert. Dabei erwarten die Wähler doch genau das. Die Enttäuschung nach der Wahl ist geradezu vorprogrammiert. Im Interview hat Bauunternehmer Gröner noch mehr kontroverse Thesen aufgestellt. Nicht jeder wird ihm zustimmen, aber auf jeden Fall ist es hochspannend. Sie können das ganze Interview sehen auf panorama.de. Kein Programm, das funktioniert, hat er gesagt. Ja, das ist irgendwie ernüchternd. Allerdings, wie gesagt, auch nicht verwunderlich, denn für Patentlösungen für komplexe Probleme gibt es eben nicht. Nicht beim Wohnen, genauso wenig wie beim Klimaschutz. Die beiden Themen hängen eng zusammen, denn Wohnen verbraucht Energie. Klar, duschen, kochen, heizen. Und Energie aus Gas, Kohle und Öl verursacht eben CO2. Und da kann Politik sehr wohl steuern. Seit 1. Januar diesen Jahres gilt die CO2-Abgabe. Man bezahlt also für den Ausstoß von Kohlendioxid. Damit will die Politik einen Anreiz schaffen, damit man Energie spart. Also entweder indem man weniger verbraucht oder eben auf andere Energieformen umsattelt. Lenkungswirkung nennt man das. Beim Benzinpreis hat man die CO2-Abgabe vielleicht schon gemerkt, aber beim Wohnen nicht. Die Abrechnung kommt nämlich erst nächstes Jahr. Deswegen gibt es doch keine Aufregung. Aber die Mieter werden es merken. Und spätestens dann kommt die Frage auf, ob die Lasten eigentlich gerecht verteilt sind. Stefan Buchen. Ein unsaniertes Mietshaus in Berlin-Kreuzberg. Im 5. Stock wohnt Mieterin Dagmar. Sie hat mit einer undichten Balkontür zu kämpfen. Man sieht hier oben, dass sie Spiel hat. Eine Kältebrücke, hier ist dann schön kalt. Ich muss eigentlich durchgehend auf 5 heizen im Winter, wenn es kalt ist. Weil sonst dieser Raum, der relativ groß ist und mit einem Heizkörper bestückt ist, einfach nicht warm wird. Gasheizung in einer unsanierten Wohnung. Das bedeutet einen hohen Energieverbrauch und damit einen hohen CO2-Ausstoß. Die Mieterin kann nicht viel dagegen tun.
Ich wohne hier unterm Dach, das heißt, es ist per se hier einfach kalt. Ich habe Außenwände hier und da und oben ist das ungeheizte Dachboden. Dass jetzt wirklich Energiesparmaßnahmen getroffen wurden in Form von Dämmung oder so, garantiert nicht. Fast jedes dritte CO2-Molekül entweicht in Deutschland durch den Betrieb von Gebäuden, durch Heizen und den Gebrauch von Warmwasser. Seit diesem Jahr hat das einen Preis, 25 Euro je Tonne. In einer fossil geheizten 100 Quadratmeter Wohnung macht das im Jahr etwa 100 Euro. Künftig soll die CO2-Abgabe sogar noch deutlich steigen. Wer zahlt für das CO2, das aus Mietwohnungen entweicht? Mieter oder Vermieter? Die Minister von CDU und SPD trafen im Mai gemeinsam eine salomonische Entscheidung. Die Kosten des nationalen CO2-Preises werden zu 50% von den Vermietern getragen, die andere Hälfte also von den Mietern. Die Unionsminister betonen, wie gerecht es sei, die Vermieter am CO2-Preis zu beteiligen. Allen voran der für das Bauwesen zuständige Horst Seehofer. Der Bundesinnenminister hat sich von vornherein dafür ausgesprochen, dass nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Lasten geteilt werden müssen. Und diese Position vertritt er nach wie vor. Auch der Sprecher der Kanzlerin stellt sich hinter die 50-50-Lösung, wonach die Vermieter die Hälfte des CO2-Preises zahlen sollen. Unsere Überzeugung als Bundesregierung war stets, Klimaschutz und soziale Fairness müssen Hand in Hand gehen. Und deshalb stehen wir zu unserem gemeinsamen Beschluss. Doch der 50-50-Beschluss hat nicht lange Bestand. Die Abgeordneten der CDU stellen sich gegen die eigenen Minister und erklären, sie werden im Bundestag gegen eine Beteiligung der Wohnungseigentümer am CO2-Preis stimmen. Die Bundesumweltministerin von der SPD erzählt uns, der Rückzieher der CDU habe sie überrascht. Das ist ungewöhnlich, weil wenn wir uns im Kabinett mit den Ministern auf Dinge einigen, das ja vorher auch mit den Fraktionen besprechen, dann findet es normalerweise auch eine Mehrheit. Warum konnten Sie das als SPD nicht verhindern, dass diese Einigung gekippt wird? Naja, für eine Einigung ist man auf beide Partner angewiesen. Wir haben uns im Kabinett geeinigt und die CDU hat sich dann nicht an das gehalten, was die Bundeskanzlerin und die CDU-CSU-Minister vereinbart haben. Es gibt eben noch eine andere große Koalition. Abgeordnete der CDU und die Lobby der Wohnungseigentümer. Zusammen haben sie die Beteiligung der Vermieter am CO2-Preis erstmal zu Fall gebracht. Der Mieter muss alles zahlen. Sie begründen das mit dem Verursacherprinzip. So auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU. Den CO2-Preis bezahlt derjenige, der die Energiekosten verursacht. Also der Mieter, der in der Wohnung wohnt, zahlt das. Ja, ganz genau so ist es. Bei der CO2-Bepreisung geht es ja letztlich darum, und zwar nicht nur im Bereich des Wohnens, sondern ganz generell Nutzerverhalten zu steuern. Bemerkenswert ähnlich argumentiert der Verband der privaten Wohnungseigentümer. Der CO2-Preis soll eine Lenkungswirkung entfalten. Die Lenkungswirkung hat er dann, wenn der Verbraucher den CO2-Preis zahlen muss, und das ist beim Wohnen der Mieter. Natürlich macht es einen Unterschied, ob Sie lang heißes Wasser laufen lassen oder nicht, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Ganz deutlich wird das beim Duschen. Wer nur kalt duscht, hat keinen CO2-Ausstoß. Wer warm duscht, hat, wenn er denn mit Gas und Öl heizt, einen CO2-Ausstoß. Und deswegen ist es natürlich so, dass man damit durchaus auch sein eigenes Nutzerverhalten steuern kann, sparsam mit Energie, mit Strom, mit Wärme umgehen kann. Zum anderen ist es aber auch so, dass jeder Mieter bei der Auswahl der Wohnung und auch die Heizung, die in dem Objekt drin ist, mit auswählt. Denn bei der Vermietung bekommt er den Energieausweis vorgelegt und weiß dann sehr genau, ob er sich für eine CO2-neutrale oder eine Wohnung entschieden hat, bei der CO2 emittiert wird. Also wenn er vor 20 Jahren in eine Wohnung eingezogen ist, die viel CO2 emittiert, ist er halt auch selber schuld. Jeder Mieter kann sich die Wohnung frei aussuchen, kann sich auch heute Wohnungen frei aussuchen und damit dann auch eine Entscheidung über die Heizung treffen, die in dem Gebäude vorhanden ist. Also der Mieter hat es in der Hand? Der Mieter hat es zu einem großen Teil in der Hand. Also das finde ich geradezu zynisch, wirklich. Selbst wenn ich jetzt will, meine Heizung immer auslasse und wie so ein Wollknoll hier durch die Gegend rolle, gibt es trotzdem einfach immer noch weiter hier im Haus also Löcher quasi im Dach, in den Wänden, wo die Wärme entweicht, worauf dann wiederum die CO2-Steuer fällig wird.
Und ich sehe es nicht ein, dass ich das zahlen soll. Erstens kann ich überhaupt, habe ich überhaupt keine Möglichkeit mitzureden, wie diese Energie erzeugt wird. Mhm. Ist es Öl, ist es Gas, ist es dies, ist es das. Das macht der Vermieter. Und inwieweit dieses Haus jetzt hier quasi nach außen abgedichtet ist, da habe ich eben auch keinen Einfluss drauf. Die Wohnungseigentümer tragen noch ein Argument vor. Viele von ihnen hätten bereits in die Umstellung auf neue Heizsysteme oder in Dämmungen investiert. Deshalb dürften die Vermieter jetzt nicht erneut belastet werden. Dieses Argument lässt die Bundesumweltministerin nicht gelten. Wenn man umstellt auf eine neue Heizung, die kein CO2 produziert, also auf Solarthermie, auf Wärmepumpen, auf Nahwärme zum Beispiel, dann muss man auch keinen CO2-Preis zahlen. Also alle Vermieter, die ihre Häuser schon super saniert haben, müssen dann auch nicht fürchten, dass sie einen hohen CO2-Preis zahlen, weil da entsteht keins. Wer trägt die Kosten des Klimaschutzes? Ob die Linie der CDU, die Vermieter vom CO2-Preis zu befreien, beim Wähler gut ankommt? Im ARD-Sommerinterview rudert der Kanzlerkandidat der Union zurück mit einem bemerkenswerten Satz. Die jetzige Lösung, dass der Vermieter quasi gar nichts leistet, wird keinen Bestand haben. Was macht die CDU jetzt? Den eigenen Kanzlerkandidaten zu kritisieren, wäre Selbstmord. Aber der eigenen Klientel klar sagen, ihr müsst auch was vom CO2-Preis zahlen, das will der wahlkämpfende Fraktionsvize nun auch nicht. Sie haben interne Konflikte in der Union. Ich habe mir das Sommerinterview vom Kanzlerkandidaten Armin Laschet angehört. Er hat gesagt, die Regelung, die Sie, Herr Frey, durchgesetzt haben, der CO2-Preis wird vom Mieter bezahlt, die wird keinen Bestand haben. Nein, also ich habe das Interview natürlich auch angeguckt und ich finde, dass wir da extrem nah beieinander sind. Er hat aber gesagt, dass die Regelung, wonach die Mieter den gesamten CO2-Preis bezahlen, keinen Bestand haben wird. Ja, und nichts anderes habe ich auch gesagt. Ich habe ja gesagt, dass wir sehr wohl in der Lage sind, darüber nachzudenken, wie wir zu einer besseren sozialen, Ausgleich kommen. Naja, aber ich habe ja die Reaktion aus Ihrer Fraktion, aus der Wohnungswirtschaft gehört. Da wurde ganz klar gesagt, der Mieter muss diese Kosten tragen. Wollen Sie jetzt von diesem Standpunkt zurückrudern? Zunächst einmal geht es doch darum, was erreichen wir oder was können wir erreichen im Sinne des Umweltschutzes. Weil allen gedient wäre, wenn wir höhere Investitionen im Bereich der energetischen Sanierung hätten. Unverbindliche Bekenntnisse zum Klimaschutz gehen immer. Aber um eins drückt sich die Union weiter. Um die Beteiligung der Vermieter an den Kosten. Tja, apropos CDU, um die geht's jetzt auch gleich in den Tagesthemen, denn in den Umfragen rutscht die Partei immer weiter nach unten. Karin, wie geht denn Armin Laschet damit um? Ja, nicht gerade erfreut, zumal jetzt auch noch prominente Kollegen aus der CDU seine Auftritte kritisieren. Heute hat er Sachsen besucht und da lief es wohl nicht ganz so, wie er sich es gewünscht hat. Wir haben Armin Laschet begleitet gleich in den Tagesthemen. Da sind wir gespannt, wie der Besuch abgelaufen ist. Vielen Dank, Karin. Das schauen wir uns gleich an in den Tagesthemen. Für Panorama war es das für heute. Am Dienstag erwarten Sie dann die Kollegen von Fakt. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.